Willkommen zurück zu einer neuen Folge Deponia Doomsday. So, dann gehen wir mal zum Jahrmarkt zurück. Vielleicht bekommen wir jetzt unseren Mr. Chronicle befreit. So, einmal zur Achterbahn. Da hängt er, der Gute. So, wir haben Hammer und Meißel. Können wir damit vielleicht den Stern? Mein Vorhaben, bing, steht unter einem guten Stern. Ich wünschte, es gäbe diese Option. Ja, ich würde den Stern auch gleich noch mitnehmen, aber vielleicht kriegen wir dafür später noch irgendwas. So, Macronicle. Wir werden doch jetzt nicht wohl... Stillhalten? Stopp! Was hast du vor? Stillhalten gilt auch für die Sammelklappe. Ich protestiere! Stell dich nicht so an. Es ist wie ein Pflaster abzureißen. Nur eben mit Hammer und Meißel. Handwerk hat goldenen Boden. Nein! Wenn du das Wasser verfehlst, vergiss nicht, mich abzurollen. Dass mich die Leute aber auch nie ausreden lassen. Wer Rufus als Freund hat, braucht keine Feinde mehr. So, wo ist er denn hin jetzt, unser Mr. Chronicle? Hier ist er nicht gelandet. So, der fällt hier runter. Vielleicht ist er hier unten beim Liebestunnel gelandet. Okay, hier ist er auch nicht. Wir gehen einfach mal da ganz vorne und gucken mal, ob er irgendwo zu finden ist. Ah ja. Na, da schau her. Dero Gnaden hat sich doch noch bequemt, hier aufzukreuzen. Ja, wer hätte das gedacht, nachdem du mich eben beinahe getötet hättest? Das war doch vollkommen ungefährlich. Du hingst über dem Fluss. Direkt über der Stelle, wo Biber einen Damm aus rostigen Nägeln gebaut haben. Das zählt trotzdem als Fluss. Ich glaube, ich brauche einen Arzt. Tja, das Leben ist kein Grabbeltisch. Ich zum Beispiel bräuchte einen zuverlässigen Assistenten. Und nun guck mal im Spiegel nach, was ich da habe. Ja. Er ist unser zuverlässiger Assistent. Und was macht er jetzt? Also, was ist dein Plan? Porta Rustica ist nur wenige Stunden flussaufwärts. Wenn wir deine Abreise verhindern, kann heute Abend in Kuwak auch niemand die Zeit zurückkurbeln. Könnte knapp werden. Bei Sonnenaufgang werde ich dort bereits aufbrechen. Dafür ist gesorgt. Ich habe uns ein Boot organisiert. Alles, was wir noch brauchen, ist ein romantisches Foto von Goal und mir. Und wo ist sie? Und was ist das da? Das Casting ist Sache der Regie, okay? Du operatest die Kamera. Und ist es jetzt soweit? Ja, geht los? Ja, geht los! Hier läuft gar nichts. Irgendwas scheint zu fehlen. Er operated die Kamera. Achso, er drückt den Auslöser auf der Kamera. Und? Ist es jetzt soweit? Ja, geht los! Drück einfach auf den Auslöser. Kamera bereit? Okay, wir haben ein Foto. Okay, aber wir brauchen die Hand nicht mehr. Wir brauchen jetzt den Selbstauslöser nicht mehr, weil er... Können wir jetzt irgendwas mit der Hand machen? Kann ich die Hand Goal geben? Oh. Okay, ob das so ein einladendes Foto ist... Ah, hier auf die Hand. Da kommt bestimmt später der Ring. Der Ring kommt hier bestimmt auf den netten Finger. Okay, wir machen nochmal ein Foto. Und ist es jetzt soweit? Ja, geht los. Machen wir noch eins. Kamera bereit? Okay, haben wir jetzt ein Foto mit der Hand?
Nee, nicht wirklich. Also... Den Stern brauchen wir auch noch. Okay, jetzt haben wir ihn befragt. Aber irgendwie müssen wir doch... Wir haben ein Foto. Und erst, wenn wir das Foto hier reingeben, sagt er, wir haben noch gar keine Herzen. Oh. Ein Love Score von 0? So kommst du nie auf das Bowl of Love, Burschi. Wenn du soweit bist, steck einfach das Foto in den Love-O-Mat, Burschi. Wonach scannt das Gerät denn? Na, wonach wohl? Nach den drei romantischen Elementen. Stimmt's nicht, Darling? Wenn man das Wort Schuh umdreht, heißt es Buchs. Genau. Erstens das Ambiente. Ein romantisches Essen vielleicht. Dann ein Zeichen der Verbundenheit. Und schließlich einen Liebesbeweis. Liebesbeweis? Ja. Hol dir die Sterne vom Himmel. Poetik, was, Darling? Es genau. Ist unmöglich, ein System bis zum absoluten Nullpunkt abzukühlen. Ist sie nicht goldig? Essen, Verbundenheit, Stern ist notiert. Du weißt schon, dass Liebe keine Checklisten kennt, oder? Na hör mal, du bist doch derjenige, der Zuneigung mit einer Maschine misst. Okay, wir brauchen irgendwie diesen Stern. Also wir brauchen einen Stern, wir brauchen das Essen und wir brauchen natürlich unseren Ring. Gehen wir nochmal zum Stern. Aber an dem Stern, wir haben doch alles an diesem Stern ausprobiert. Tja, aber es gibt diese Option. Aber das ergibt doch gar keinen Sinn. Hä? Jetzt haben wir eine Hand. Die Hand war vorher noch nicht da. Das ist schon ziemlich albern. Ach, was soll's. Für die Liebe. Stern vom Himmel holen. Check. Okay, wir haben gerade einen Stern vom Himmel geholt. Hat er jetzt nur gewartet, bis wir da 1000 Mal draufklicken? Immer bei mir, immer wo wir hier hoch sind, haben wir immer irgendwas mit dem Stern probiert. Und dann haben wir 2-3 Mal geklickt. Und jetzt... Haben wir dann da eine Hand gehabt? Okay, ich verstehe es nicht, aber wir haben auf jeden Fall jetzt einen Stern. Stern vom Himmel holen, check! Können wir den Stern jetzt hier aufs Foto wappen? Stern vom Himmel holen, check! Das kommt auch mit aufs Bild. Ah, mit aufs Bild. Okay, Moment. Gehen wir mal zum Eingang zurück. Können wir diesen Stern jetzt hier mit auf Goal? Okay, wir haben hier oben einen Stern. Dann brauchen wir was zu essen und noch den Ring. Ah, Moment. Wir haben doch ein Zuckerherz. Ich liebe Lu. So eine Scheiße. Kann ich das auch hiermit? Okay, wir haben 2 Liebesbeweise und jetzt fehlt uns wahrscheinlich nur noch der Ring am Finger. Wir machen trotzdem mal ein Foto. Und ist es jetzt soweit? Ja, geht los. Machen wir noch eins. Mach ein Foto von uns. Kamera bereit? Okay, wir haben hier jetzt ein Herzchen und ein Sternchen mit auf dem Foto. Sandra, haben wir immer noch? Wir gehen damit mal spaßhalber runter, das wird auch nicht ausreichen, aber wir werden damit 2 Liebesbeweise schon zusammen haben. Wir müssen dann noch irgendwie hier in dieses Spiegellabyrinth rein. So. Einmal das Foto. 2 von 3. Bravo, du bist nah dran, Burschi. Genau, wir sind nah dran.
Also wir haben auf dem anderen Foto haben wir auf jeden Fall schon zwei. Wir müssen jetzt nur noch rausfinden, wo wir unsere Zuschauer herbekommen. Hat irgendwas zum Zuschauer? Ich geh nochmal also rein. Also dann, kurz. Mann gegen Wombat. Ein unsportlicher Kampf. Hey, warte! Au! Au! Andererseits, wenn ich diesen Wombat ganz alleine besiege, glaubt mir das ja nachher niemand. Ich sollte mir ein Publikum besorgen. Okay, wir haben ja gedacht, das Publikum wäre unser lieber McChronicle. Scheint aber nicht so zu sein. Gut, aber so viel Personen haben wir jetzt hier gar nicht mehr. Dann maximal unseren Seher. Tut mir leid, dass das mit der Vorhersage nicht funktioniert hat. Schon okay. Irgendwann, möglicherweise aber auch nie, werde ich dich bitten, mir... Dann können wir einfach nochmal... Guck mal hier, wir haben jetzt ein schöneres Foto. Schau mal! Zeig mal! Was? Was ist? Ist das etwa deine Freundin? Ich hoffe, ihr plant keine Kinder. Lies einfach die Zukunft, okay? Schon gut. Ich glaube, ich empfange tatsächlich ein Bild. Aber was ist das? Eine Feedback-Schleife. Schnell, nimm das weg. Nimm das weg, nimm das, 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 nimm das. Das noch mal auslösen. Hallo? Ist das noch Teil der Vorhersage? Wie unheimlich. Können wir noch ein Foto machen? Ein Foto reicht. Fotogene sei ja gerade nicht. Okay, geht nur noch ein Foto. Dann lassen wir die Kamera mal hier und dann... So, dann bleiben hier nur noch unsere drei Gefährten vorne. Und der Prophet. Reden wir nochmal mit denen. Hey, da, Gevattern! Redest du mit uns? Ihr braucht eine Aufgabe. Ah, vielleicht, wir haben das schon mal gefragt, aber da hatten wir, glaube ich, diesen Ring noch nicht verloren. Die werden uns jetzt wahrscheinlich helfen, oder? Ihr braucht eine Aufgabe? Da hätte ich was für euch. Lass hören. Wir haben lange genug hier rumgegammelt. Ach, ehrlich gesagt, weiß ich nicht so recht, ob das was für euch ist. Es geht darum, einen Ring zu suchen. Red weiter. So ein Biest hat ihn geklaut und ist damit in ein Labyrinth geflohen. Nun, wir haben schon schlimmere Aufträge angenommen. Allemal besser als dieser Promo-Job für Babynahrung im Brinkley's. Worauf warten wir noch? Die Zeit ist gekommen, meine Getreuen. Zu lange haben wir den dunklen Mächten erlaubt, Tod und Schrecken über uns zu bringen. Seid ihr bereit, mir euer Schwert für die letzte, alles entscheidende Schlacht zu überlassen? Soll das da drüben etwa das Labyrinth sein? Ich interpretiere das als ein begeistertes Jawollo, los geht's. Gehen wir jetzt einfach rein? Seid ihr bereit für die Schlacht aller Schlachten, für den Kampf aller Kämpfe, für die Creme aller Cremes, für den Sims aller Wimps? Wir haben noch gar nicht über unsere Belohnung gesprochen. Für Ruhm und Ehre! Hat er Ruhm oder Rum gesagt? Lassen wir es drauf ankommen. Was? Was ist das? Links rum, rechts rum? Keine Erklärung? Okay. Das hier, muss ich jetzt hier laufen? Okay. Wir haben ein Buch, ein Schwert, einen Schraubenschlüssel und Rufus Hand. Okay, wir laufen... Schwert? Schwert? Nochmal, ich hab keine Ahnung. Ja.
nicht, wo ich klicken soll. Okay, wir sind gestorben. Das war wohl nichts. Okay, wir gehen nochmal rein. Seid überrascht. Wie wäre es zur Abwechslung? Au ja, noch einmal. Okay, wir gehen noch einmal rein. Das nächste Mal lasst mich sprechen. Die Frage ist... Hier unten haben wir einen Kompass. Okay, wir können uns hier drehen. Okay, der schlägt wahrscheinlich mit der Hand. Die Frage ist, was das Buch ist hier. Kann er? Okay, ich kann auch wirklich nur das Schwert anklicken. Okay, wir laufen nochmal nach vorne. Da ist es. Okay. Attacke. Ah, wir haben getroffen. Wir müssen einfach ganz schnell klicken. Okay, vielleicht den Schraubenschlüssel und dann das Schwert. Ich weiß nicht so. Wir haben den Ring. Das Kleinod in Händen haltend, dachte er der tapferen Kameraden, die in der Schlacht gefallen waren. Hässlicher Huttyp, anderer Typ. Und, habe ich jemanden vergessen? Was ist egal. Einhornring. Der wird Gons Laune sicher deutlich verbessern. Rufus, du bist wirklich der Beste. Wie geschickt du diesen dämlichen Liebestest ausgetrickst hast. Okay. Naja, dann... Die haben bestimmt noch weiter ihren Spaß. Es waren ja, glaube ich, nur noch zwei übrig. Okay, wir mussten also diese Scherbe aufsammeln und konnten damit mehr Schaden verursachen. Ich habe gedacht, da kommen jetzt vielleicht noch mehrere von diesen Bombatzen. Oder der läuft dann weiter, wir müssen ihm irgendwie folgen. Ich rede mal kurz mit dem Seher, damit die Musik hier weggeht. Hallo? Ich muss... War gestern wohl... So, und jetzt können wir bestimmt den Ring Anfänger. Rufus, wo hast du nur dieses kostbare Schmuckstück hier? Ich hab sie auf Elysium aufgegabelt. Du Charmeur! Alles klar. So, Macronicle. Und ist es jetzt soweit? Jetzt kannst du das alles entscheidende Foto machen. Ja, geht los. Machen wir noch eins. Kamera bereit? Na, wenn das jetzt kein Foto ist, was perfekt ist. Oh mein hey Gott. Hey Jungs, gute Neuigkeiten. Ich habe Pimpi überreden können. Was ist denn hier los? Oh je. Cool. Das sieht jetzt vielleicht seltsam aus, aber... Soll das etwa ich sein? Was für perverse Spielchen treibt ihr hier eigentlich? Ich habe nur den Auslöser gedrückt. Das ist alles Teil meines Plans, um... Ich will's nicht wissen. Das Boot ist bereit. Kommt jetzt. Weiber, was? Mac, mach den Kopf zu. Okay, wir haben den du Ring und alles umsonst. Du Liebes, wie ich sehe. Ähnlich tief, ähnlich weit, ähnlich bin.
Umgebung von Haien und Aalen und Kraken, die tief unten am Kaum erkundeten Meeresgrund lauern. Doch Pimpi, oh Pimpi, oh Pimpi, der Clown, umschifft all das Grauen. Vertrauen wir Schnucki. Na kommt schon, nicht trödeln! Checkst du's noch? Wir sind zu spät. Die Sonne geht ja schon fast wieder unter. Mein anderes Ich ist schon seit Stunden fort. Ach ja? Und warum beeile ich mich dann so? Weil du ein Trottel bist. Wie lange haben wir noch, bis sich die Zeit resettet? Mal sehen. Auf Elysium ging die Sonne gerade unter. Wurzel aus Deponias Radius plus Höhe von Elysiums Orbit. Ich schätze 2 Stunden nach Sonnenuntergang. Verdammt! Da wünscht man sich ja doch glatt die Zeitmaschine zurück. Naja, in meinem Labor hätte ich eigentlich alles, um... Junior? Du hast Nerven! Sofort in mein Büro! Zack, zack! Ruhe am Katzentisch. Hier unterhalten sich gerade die Erwachsenen. Psst, Rufus! Das ist der Dekan! Wie, der Dekan ist ein Zwerg? Mein Name ist Dekan Angus McChronicle Senior. Senior? Wohl eher Vize-Senior, wenn überhaupt. McChronicle hätte mir bestimmt erzählt, wenn er einen Sohn hätte. Hab ich ja aber nicht. Darf ich vorstellen? Mein Dad. Ja, genau. Und ich bin der neue Gastdozent. Und warum stehen Sie dann noch da rum? Dalli, dalli, ab in den Vorlesungssaal! Hey, nicht so hurtig. Das sollten wir erst einmal in Ruhe ausdiskutieren. Hallo, Klasse. Hallo. Also, habt ihr irgendwelche Fragen? Ich hätte da nämlich einige. Welche molare Masse hat ein Chronopartikel? Jemand anderes? Wie funktioniert eine 4D-Brille? 4D, sicher. Denn 3D und 2D sind ja auch bereits ein Begriff. Wie lassen sich deterministische und non-deterministische Zeittheorien miteinander vereinbaren? Nicht mit einer überhasteten Antwort. So viel ist sicher. Wo ist McChronicle? Ja, McChronicle. Phenomenal. McChronicle ist nicht hier. Und ich muss auch los. Beschäftigt euch doch einfach so lange ein bisschen. Dieses ganze theoretische Gedöns hilft euch in der Realität ohnehin nicht weiter. Haldika wurde auch nicht vom Schreibtisch aus entdeckt. Selbst euer heißgeliebter McChronicle wusste das und hat an einer echten Zeitmaschine gearbeitet. Ihr wisst nicht zufällig, wo ich die finde? Ist sie das hier? Das ist nur ein Tachyon-Verdichter. Er erzeugt eine Anomalie, die die Zwischenzeit simuliert. Ein Simulator also. Und wo finde ich das echte Gerät? Wenn McChronicle an etwas gearbeitet hat, dann mit Sicherheit in seinem Schuppen. Aber da darf niemand rein. Der Dekan hat ihn versperrt und den Schlüssel einkassiert. Und damit kommen wir zur ersten Lektion für heute. Kein Schloss ist so versperrt, dass ein Professor Rufus es nicht aufforschen könnte. Notiert euch das. Es könnte in der Klausur vorkommen. Okay. Sehr schön. Wir haben jetzt also 2 Stunden Zeit, um zur Zeitmaschine zu kommen, sehr wahrscheinlich. Hier haben wir unsere braven Studenten. Käfig. Okay. Wir erkunden die Gegend aber dann in der nächsten Folge. Goal sitzt auch da hinten super begeistert. Mit der werden wir wahrscheinlich auch gleich nochmal quatschen. Okay, Leute, macht's gut und bis zum nächsten Mal.